Wow, wir sind so ein guter Gott. Weißt du, wir könnten dem Gott jetzt nochmal Applaus sagen und sagen, du bist ein guter Gott, du bist der Beste, den wir überhaupt kennen. Du bist der, der Träume wahr macht in unserem Leben. Heute Morgen geht es um das Thema Träume. Und das habe ich Konfis selber herausgelesen. Ich weiß nicht, für welchen Traum du morgen früh würdest aufstehen, wo du merkst, da kommt Energie auf, da kommt Vorfreude auf und für das investierst du dein Leben. Was für ein Traum wäre das für dich? Gottesdienst, sonst wärst du nicht hier. Jetzt bei den Konfis, die haben verschiedene Träume. Traja hat so einen Traum, eben in Hawaii zu tauchen und Haie zu sehen. Ich hoffe, den habe ich vorher das Morgen gehabt. Oder Marisa möchte Fallschirm springen. Und ich hoffe, es ginge ihr besser als mir beim Gleitschirmfliegen, wo man ein Baum ist gelandet. Das finde ich ein lang, für das Zeug wieder zusammenzusammeln. Oder Timan, der Wingsuit fliegen will, geht es hoffentlich auch besser, als ich, wo ich auf einem Miststock bin gelandet. Und dann finde ich, ein bisschen abputzen und so. Der Patrick, der Zugreis will, und vielleicht geht er bis in die Mongolei und dort hat mich mal ein Hund gebissen und so. Nicht nur alles Negative erzählen. Emanuel ist zum Beispiel, wo da in Alaska irgendwie ganz allein neben aussen, wo kein Mensch ist, wilde Bären. Als ich bei Teenager war, hatte ich einen Traum. 30er dürfen fahren. Das war mein Traum. Ist, wer das noch kennt? Kennt das noch jemand, 30er dürfen fahren? Also, das kennt ihr noch. Mit 14 habe ich so ein Ding bekommen von meinen Eltern. Und dann bin ich in die Stiftung gegangen als Automecher. Nein, mit dem Mecher gesagt, du, das Ding könnte man noch schneller machen. Nein, sie haben mir gesagt, wie, dann bin ich heimgegangen und das Ding so präpariert. Und tatsächlich, da ist 60 gegangen und ein anderer Kollege hat es gemacht und meine beiden ein Töffli, ein 60er Töffli. Und dann sind wir auf Italien in die Ferien und so. Zum Glück hat noch die Polizei nie verwünscht. Und nachher, als ich bei Heim kam, habe ich das Gefühl, das müsste ich noch schneller machen. Dann habe ich einen Florett-Motor drunter, dann ist der 100 gegangen. Schlechter Traum, sehr schlecht. Vor allem jetzt, wo meine Tochter eine Polizistin geheiratet hat. Jetzt kommen wir zu einem Teenager in der Bibel, der mit 17 einen Traum von Gott hatte. Und von ihm lernen wir vier Prinzipien, wie ein Traum zur Wirklichkeit kommt. Und das Erste ist, bewahr deinen Traum. Wenn du den Traum von Gott empfangen hast, dann bewahr den in einem kostbaren Herz, damit er zu dem wird, was Gott eigentlich möchte. Und wir lesen in 1. Mose 37, Vers 5, wo es nachher heisst, Josef hat einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Also vielleicht war es eine schlechte Idee, dass Josef den Traum gerade in den Family-Chat da und dann auf Instagram gepostet und in Snapchat und all das gewusst. Nicht immer finden die anderen das cool, was du cool findest. Und wieder mal hier, sie keine Freude an ihm. Was heisst hier, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Offenbar waren sie es vorher auch schon gewesen. Warum waren sie denn schon vorher Feinde und jetzt noch mehr? Er war nämlich ein Brother from another mother gewesen. Er war ein Bruder von einer anderen Mami. Und das vom Lieblingsmami von Papi. Nämlich von Rahel. Und dann hat er das Muttersöhnli zu einem Papi-Söhnli gemacht und er hat verwöhnt. Dann hat er mir so eine coole Lederjacke gekauft, dann hat er das Styling ausgesehen und das auch wieder gepostet. Und die anderen Brüder haben gesagt, nein, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Und Josef hat drei Sachen gehabt, die sich unterschieden hat zu seinen Brüdern. Erstens, er war total geliebt von Papa. Und das andere ist, er hat den Traum von Gott. Und drittens, er hat teure Kleider an. Jetzt könnte man sagen, ja, das war nicht gerade so nett von Papa, der hat eigentlich ein Konfliktpotenzial geschürt in der Family. Was mir aber interessant dünkt, dass der Josef trotzdem die teuren Kleider angelegt hat. Er hätte sagen du willst mit den Brüdern gut haben, Papa, das lege ich ihnen nicht an. Aber er hat sich trotzdem nicht geschämt, die Kleider anzulegen von Papa. Und jetzt möchte ich eine Brücke schlagen. Wenn du vom himmlischen Vater einen Traum hast bekommen, dann ist es wichtiger, dass du auf das schaust, was der himmlische Vater dir hat gegeben, als alle drumherum, die anderen Menschen drumherum. Schau jetzt, für die Könfe ist es so, nachdem jetzt kommen die in ein anderes Umfeld. Das heisst, die studieren im Gimmer, andere Leute, und die können auch beeinflussen, oder die Stifte auch, andere Leute. Und entscheidend ist, dass man sich nicht von jedem beeinflussen lässt.
sondern wenn man etwas von Gott hat, dass man zu dem steht. Ich weiß noch, als ich nachher den ersten Tag in die Bude bekam, als ich gearbeitet habe als Automech, haben sie dort geflucht und haben sauber geredet über Frauen und über den Chef geschimpft und so. Und ich dachte, das passt jetzt nicht zu mir, da mache ich nicht mit. Und ich habe einfach nicht mitgelacht. Dann haben sie da gesehen, das Milchbübli da, der Bauernsöhnli und so. Anyway, ich war ein bisschen das Milchbübli und so. Und nachher, als wir in der Gewerbeschule auf Deutschland raus sind, da BMW-Werke anschauen, sind wir am Abend noch im Hotel gewesen und alle haben gesehen, wir haben einen Ausgang. Und ich dachte, ja mal, das Milchbübli geht auch mit. Und dann haben sie ein bisschen über den Durst getrunken. Und dann haben sie noch gesehen, wir gehen noch da ins Rotlichtmilieu und so. Und dann habe ich gesagt, Giele, ich gehe heim. Das Milchbübli geht heim. Aber wie war am Morgen noch fit war, bin ich. Die anderen alle zusammen waren flach, sie es nicht brauchen. Also, ich habe etwas davon von dem BMW-Werk. Anyway, es lohnt sich, zu dem zu stehen, was Gott dir hat gegeben hat. Und es braucht junge Leute, die gegen Mainstream gehen. Die einfach etwas, was Gott nicht ins Leben hat gelegt, sagen, für das Leben. Ich lasse mich nicht von jedem von links zu rechts beeinflussen. Es braucht wieder Menschen wie einen Josef. Das ist der erste Punkt. Bewahr deinen Traum im Herz und lass dich von niemandem von dem ablenken. Das zweite ist, dein Traum folgt dir nachher. Es ist ja schon noch interessant beim Josef. Er hatte einen Traum von Gott. Und wir lesen diesen Traum im 1. Mose 37, Vers 6, was nachher heisst: Josef sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde. Und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa König werden und über uns herrschen? Offenbar hätte ich die Auslegung von Träumen. Sie haben ihm gesagt, das bedeutet doch, du willst König werden und so. Und er hat gesagt, ja, ich habe das nicht selber erfunden, ich habe einfach geträumt. Ich habe den Traum nicht selber gesucht, sondern Gott hat mir den gegeben. Und jetzt, dass der Traum ist Wirklichkeit geworden, hat es sogar Brüdchen gebraucht. Es war vielleicht ein Fehler, dass er das jetzt gross platziert. Aber der Josef, wenn ich zu diesem Traum komme, wenn die Brüdchen ihn nicht hätte dermassen abgelehnt und er Folgendes hätte gemacht. Wir lesen im Vers 28, als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie Josef heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaeliten. Die brachten ihn nach Ägypten. Sie haben ihn abgelehnt, in die Zisterne nachgeschossen, nachher wieder rausgenommen und als Sklave verkauft. Und mit dem haben sie etwas gemacht, was Gott vorher bestimmt hat. Manchmal passieren in unserem Leben Sachen, die wir nicht verstehen, die kein Mensch versteht. Aber der Traum folgt uns immer noch. Wir könnten sagen, ja, der Josef hat den Traum gehabt, für den leben. Aber jetzt hat er gar nichts mehr dazu tun, dass sein Traum Wirklichkeit wird. Es heisst also, der Traum war nicht mehr vor ihm, sondern hinter ihm. Und jetzt, wenn der Traum nicht mehr vor ihm war, hat er Gott vor sich hergesetzt und gesagt, Gott, ich folge dir, ich lebe für dich. Und der Traum ist hinterher nachher gefolgt. Seht ihr den Unterschied? Heute sagt man, oh, ich folge meinem Traum und ich will dir folgen und so weiter. Die Bibel sagt ganz anders. Folge Jesus und der Traum folgt dir hinterher nachher. Tracht zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir zufallen. Und in meinem Leben muss ich das sagen, das ist genau so passiert. Als ich Gott an erster Stelle gestellt habe, hat sich etwas verändert. Ich weiß noch am Anfang, als ich so jung und lustig und heiratslustig war, habe ich überall geschaut, wo ist denn eine Bibel, die für mich passt und so. Und die ich wollte, haben mich nicht wollen und die mich wollen, habe ich nicht wollen. Und das ist ein Glöl. Und nachher, als ich aber Gott an erster Stelle gestellt habe, hat er mir eines Tages gesagt, mache eine theologische Ausbildung und diene mir als Pfarrer. Und weißt du, für mich war das Letzte vom Allerletzten auf der Berufsleistung, wenn ich etwas nicht hätte wollen, ist es das. Und dann haben mir das x Leute gesagt und Gott hat das mir dreimal akustisch sagen müssen, so deutlich gehört. Dann habe ich es gemacht. Dann bin ich in diesem Klassenzimmer gesessen, höre den Dozenten zu und so. Und dann plötzlich schaue ich ein bisschen rechts und dann sehe ich eine Bibel. Und siehe mich an. Weißt du, ich war auf dem Weg, Gott zu folgen und der Traum folgt einfach so. Verstehst du? Eine super Frau, 33 Jahre glücklich verheiratet, besser hätte ich es nicht herauslesen können. Er hat herausgelesen, verstehst du? Wenn du Gott folgst, dann folgt der Traum hinten nachher. Und jetzt könnte ich x Träume aufzählen, die Gott einfach hinten hat, auf das Wägele geladen. Ich war unterwegs mit Gott und er hat gesagt, das füllen wir auf, den Markus füllen wir auf, füllen wir auf. Wenn du zuerst Gott hast, folgen dir Träume. Und das ist das Entscheidende.
Und das Zweite ist, Träume von Gott folgen dir nachher, wenn du Gott folgst. Das ist der erste Punkt. Das Nächste ist, Gott steht hinter deinem Traum. Das war das Entscheidende für Josef. Jetzt könnte man sagen, ja Josef, jetzt wird es ja ganz schwierig. Jetzt bist du als Sklave verkauft nach Ägypten, bist auf dem Sklavenmarkt und irgendeiner kauft dich da. Und der Potiphar war dann der zweithöchste Mann neben dem Pharao. Und der kauft, er hat noch gute Muckis da, also gute Teenies mit 17-Jährigen, der hat schon einen drauf, den kann ich gut brauchen, für auf dem Feld draussen zu arbeiten. Dann hat er den gehabt, hat er gearbeitet, dann hat er plötzlich gemerkt, der macht einen Unterschied. Der macht einen Unterschied. Und jetzt lesen wir in diesen 6 Kapiteln, die von Josef geschrieben ist in der Bibel, lesen wir x-mal, Gott war mit Josef. Gott war mit Josef. Und weißt du was? Das lesen wir sogar im Neuen Testament 1500 Jahre später, wo die Bibel sagt in Apostelgeschichte 9, Vers 7, aha, da sind wir noch da, okay. Potiphar merkte bald, dass der Herr auf Josefs Seite stand und ihm grossen Erfolg gab. Das hat Josef gemerkt, oder Potiphar gemerkt. Aber jetzt im Neuen Testament ist Gott war mit Josef. Und schau, das ist das Entscheidende. Wenn du merkst, Gott ist auf deiner Seite. Und schau, ich habe so viele Leute erlebt, die sind mit dem Nase durch den Dreck. So viel Schwieriges, so viel, was kaputt ist gegangen. Aber Gott hat seinen Traum nicht vergessen. Gott hat seinen Traum nicht vergessen. Und schau, Josef hat am Anfang die Sterne gesehen. Und heute sucht man ja Sterne, der Erfolg, und so müsste es laufen. Aber weißt du, Gott ist nicht abhängig von dem. Josef hat eines Tages nicht mehr die Sterne gesehen, sondern hat etwas ganz anderes gesehen. Gott. Und wenn du Gott siehst und nicht mehr die Sterne, dann siehst du etwas anderes. Und hier ist der Josef in dieser Situation gewesen, dass Gott ihn hat gesegnet. Aber jetzt ist ein Test gekommen. Eines Tages kommt nachher dem Pharao seine Bibel. Und dann sagt die Frau vom Pharao, sagt nachher, hey Josef, komm doch mit mir ins Bett. Wir machen ein bisschen Sex und so. Und dann sagt der Josef, nein, mache ich nicht. Das gehört nicht zu meinen Werten. Ich will zuerst Gott gefallen, und nicht mir und den anderen Menschen. Zuerst kommt Gott. Dann hat er Nein gesagt. Und dann hat sein Kind gestürmt und gestürmt. Und eines Tages war er gerade der Staubsauger am Nähen, das Schlafzimmer gestaubsaugert vor Frau Potiphar. Und sie ist gerade reingekommen und gesagt, komm, jetzt ist gerade das Tip-Top-Moment. Und sie hat ihn dann ins Bett gesehen und dann ist nur der Mantel dort geblieben. Und er rennt raus und sie sagt, er hat mich vergewaltigen. Potiphar sagt, okay, ins Gefängnis mit dem Josef. Und jetzt ist er noch tiefer, total nieder im Dreck. Jetzt könnt ihr sagen, von meinem Traum ist gar nichts mehr übrig geblieben. Nichts mehr. Gar nicht mehr. Aber Josef hat im Gefängnis einen Gott gesucht. Und weißt du, er hat weiter an seinem Charakter geschaffen. Und das ist das Entscheidende. Das hat er können. Und schau, der Erfolg ist nur 10%. Aber 90% ist unser Charakter. 90% ist unser Leben mit Gott. 90% ist das, was verborgen ist, was niemand sieht, was es gar niemand sieht. Es ist wie beim Eisberg, wo es nachher heisst, dass 10% rausschaut und 90% sind unten. Das hat zu tun, dass man hartnäckig am Ziel dran bleibt. Dass man Misserfolge ertragen kann. Dass man Enttäuschungen überwinden kann. Dass man aufopfernde Nachfolge hat an Jesus. Dass man Gewohnheiten aneignet. Und dass man eine Hingabe hat an Gott. Und schau, etwas hat der Josef gemacht im Gefängnis. Ich glaube, er hat Gott gesucht. Und ich kann mir vorstellen, dass Josef gesagt hat, gib mir Gab vor Auslegung der Träume. Du hast mir einen Traum gegeben. Was bedeutet das jetzt? Ich sehe nichts von dem. Gib mir die Auslegung, dass ich Leuten erklären kann, was Träume sind. Irgendwo hat er Gott gesucht. Und eines Tages kommt der Bäckermeister und der Mundschenk zu ihm und sagt, wir haben beide träumt. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Und Josef sagt ihnen nachher, schau, ich habe euch die Auslegung gegeben. Aber warum hat er die Auslegung geben? Weil er die Knochenarbeit gemacht hat. Er hat Gott gesucht. Gott, gib mir Gab für Auslegung. Gott, gib mir Gab für Auslegung. Dann hat er dann zwei genau gesagt, was wird passieren. Er hat gesagt, Mund schenkt, du wirst wieder eingesetzt werden. Und Bäckermeister, morgen gibt es dich nicht mehr. Und nachher ist es genau so passiert. Aber jetzt ist der Josef noch tiefer gefallen. Der Mund schenkt hat ihn 2 Jahre vergessen. Und schau, Träume werden dann gefestigt, wenn wir enttäuscht werden von Geschwistern, wenn wir enttäuscht werden von Menschen, die wir sogar geliebt haben, dann, wenn wir manchmal nicht mehr wissen, wodurch das geht und Träume total zerbrochen sind, ist Gott immer noch da.
Und an dem Punkt, wo alles ist zerbrochen und das Gefühl hatte, jetzt hat es gar keinen Sinn mehr. Jetzt macht absolut alles keinen Sinn mehr. Genau am absoluten Nullpunkt hat Gott dem damaligen grössten Herrscher von dem Orient, dem grossen Pharao, zwei Träume gegeben. Von dem hat der Josef hier nicht gewusst. Er hat nur Gott gesucht. Gott, gib mir die Auslegung von den Träumen. Ich will dir folgen. Ich will an meinem Charakter arbeiten. Ich will edel sein. Und so weiter. Gibt Gott den Traum dem Pharao. Und zwei Träume. Der eine Traum ist von 7 fetten Kühen und von 7 mageren Kühen und von 7 fetten Ähren und 7 mageren Ähren. Und nachher ist sie gefragt, ja, wer kann das auslegen? Und im ganzen Land hat niemand, nicht einer das können auslegen. Gar keiner. Und nachher kommt der Mundschenker hin, aber es gibt einen. Der sitzt im Loch. Und weißt du, was manchmal ist? Bist du im Loch und du denkst, Gott kann mich nicht mehr brauchen. Aber weißt du, Gott kann dich immer noch brauchen. Auch wenn du total am Nullpunkt bist und das Gefühl hast, jetzt ist alles vorbei. Das ist ein Gott, der sagt, ich schaffe es immer noch mit dir. Und nachher rufen sie ihn und sagen, komm, Josef, komm rauf. Der Pharao ruft ihn. Und nachher kommt er vor den Pharao und der Pharao sagt ihm beide Träume und sagt nachher, du kannst doch Träume deuten. Oder Josef sagt etwas Interessantes. Er sagt, nicht ich, nur Gott. Nur der, den ich vor mir hergestellt habe. Nur der kann das. Ich kenne ihn vor dunklen Kammern. Ich weiß, wer das ist. Und er hat dann gesagt, das bedeutet der Traum. Es gibt 7 fette Jahre und dann muss man alles Korn sammeln, muss man alles sammeln, was man überhaupt hat im Land, damit man dann für die 7 mageren Jahre hat. Und was ist nachher passiert? Der Heilige Geist hat den Traum im Josef wahrgemacht. Und das ist das Entscheidende. Gottes Geist setzt die Traum frei. Was hat der Pharao gesagt? Wir finden für diese Aufgabe im ganzen Land, im ganzen Reich, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef. Keinen besseren, sagte der König, denn in ihm wohnt der Geist Gottes. Schaut, das Entscheidende ist, dass da innen der Geist Gottes ist. Egal wie es uns geht, egal wie viele Träume zerbrochen sind, wie viele Sachen sind schief gegangen, wenn der Geist Gottes da innen wohnt. Und der Geist Gottes könnte unser Herz, wenn wir Jesus ins Herz hineinlassen, und dem, von dem Moment fängt der Geist Gottes etwas an zu machen. Dann gibt er die Geistesgabe, dann gibt er die Früchte, alles zusammen passiert da innen, wenn der Heilige Geist da innen wohnt. Und dann macht er etwas. Und in dem Moment hat er den Traum offenbart vom Pharao und er sagt, es gibt keinen anderen. Weißt du, was ich heute Morgen zu empfinden habe? Es gibt Leute hier, die im Moment noch keine Ahnung, was für einen Traum Gott wird verwirklichen. Die das Gefühl haben, jetzt bin ich an einem Ort, wo es nicht mehr weitergeht. Jetzt bin ich an einem Ort, wo es wie am Schlusspunkt ist. Und Gott sagt, ich mache einen Doppelpunkt. Es kommt ein neuer Abschnitt. Weil der Geist Gottes in dir innen wohnt. Weil ein neues Kapitel kommt. Und ich die ganze Woche spüre ich das schon, wie der Heilige Geist zu einigen spricht. Es kommt eine neue Season. Es kommt ein neuer Moment, wo wie etwas, was du nicht kannst tun. Du hast einen Traum gehabt. Du hast für den Traum gelebt und er ist bis jetzt nicht gekommen. Und der Traum ist dermaßen zerbrochen, dass du das Gefühl hast, es geht nicht mehr. Und Gott sagt, weißt du was? Ich bin der, der dem Pharao einen Traum geben kann. Und es braucht genau dich für etwas ganz Gewaltiges. Und dann ist er raufgeholt und dort ist er vor dem Pharao gestanden und hat den Traum ausgelegt. Und dann ist er zum zweitgrössten Mann geworden in Ägypten. Und das heisst, der Pharao hat ihm alles anvertraut. Das heisst, er war wieder König gewesen. Man hat nur noch ihn gesehen. Man hat nur noch gesehen, Josef ist der Retter. Und dank dem, dass der Josef ist nach Ägypten gekommen, hat er eine Nation gerettet vor dem Tod. Also eine ganze Nation hat 7 Jahre zu essen gehabt. 7 Jahre zu essen gehabt. Weil der Traum ist gefolgt. Und eines Tages kommen Brüder, die an dieser Hungersnot
zu ihm. Und wir lesen nachher im 42. Kapitel, Vers 9. Josef sah seine Brüder an und erkannte sie. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Was er als Teenager hier hatte für einen Traum, ist jetzt 14 Jahre später wird Wirklichkeit. Und er sieht, wie der Traum wahr wird, den nur Gott tun kann. Und weißt du, dann sagt Josef noch den Brüdern, die Brüder sagen einfach, sorry, das ist ein Zeichen, was wir gemacht haben. Dann sagt Josef, nicht ihr habt mich nach Ägypten verkauft, sondern Gott. Manchmal verstehst du dein Leben überhaupt nicht. Und Gott ist gleich dran. Gott hat gemacht, dass eine ganze Nation überlebt. Darum bin ich hier. Nicht ihr Brüdchen habt es gemacht. Ich habe euch längstens vergeben. Ich habe auch längstens alles losgelassen. Und schau, das ist so entscheidend, dass wir immer wieder loslassen und vergeben und wissen, da ist nur ein Gott dran und wir folgen die Träume, die Gott hatte, weil ich Gott folge. Und wenn ich im dunklen Ort bin, ich folge dem Gott und er ist trotzdem bei mir. Und Träume folgen und eines Tages wird der Traum wahr. Und gerade die Brüder, wo du denkst, das ist schwierig gewesen, können vielleicht gleich noch etwas bewirken. Und eins merke ich im Reich Gottes, dass Träume wahr werden, braucht es Brüder und Schwester. Wir können es nie allein. Der Traum passiert im Kollektiv miteinander, wo wir sagen, du wunderbarer Gott, du schaffst es mit uns. Ich bin nicht allein. Ich habe zwar einen Traum. Der Traum ist vielleicht im Moment ein Aschenhäufchen. Aber wir zusammen beten miteinander, damit Gottes Traum in unserem Leben Wirklichkeit wird. Sein Traum. In meinem Leben. Und schau, Gott hat für jeden von euch einen Traum. Und du denkst, den habe ich gar nicht leben. Lob und Dank. Weil er kann das Leben nicht tun. Wir können es nicht. Nur so stark, dass wir manchmal diesem Traum folgen. Wenn wir aber Jesus folgen, folgt uns der Traum nachher. Und wir werden irgendwann dort ankommen und staunen. Gott, du hast trotzdem Träume verfolgt. Ich hätte mir gewünscht, eine glückliche Ehe. Ist zwar vielleicht zerbrochen, aber Gott ist nicht am Ende. Ich hätte mir gewünscht, einen Job und so weiter. Alles mögliche Erfolg ist nicht passiert. Gott ist nicht am Ende. Das Entscheidende ist, dass man mit ihm unterwegs ist. Ich habe mir gewünscht, gesund alt zu werden. Und es ist nicht so. Gott ist ging noch dran. Gott ist bei den zerbrochenen Träumen. Und sagt, wenn du mir folgst, werde ich meinen Traum durch dein Leben verwirklichen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zerbrochene Träume kann wahrnehmen und kann zur Wirklichkeit bringen, die wir selber nicht können. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute bei jedem vorbeigehst, der innerlich zerbrochene Träume hat und denkt, das ist nicht geschehen. Und du siehst jedes zerbrochene Herz, das vielleicht Heilung hat gewünscht, wo eine gesunde Familie hat gewünscht, wo Erfolg im Job hat gewünscht, wo so vieles nicht passiert ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du in die dunkle Kammer herunterkommst, dort, wo keine Sterne mehr leuchten, aber dort, wo du gegenwärtig bist. Das ist mehr als alle Sterne. Und ich danke dir, dass du mit deinem Geist kommst und bei jedem vorbeigehst. Ich habe so ein starkes Gefühl, wie Gott sagt, schau, ich bin für dich. Und ich sehe deine Treue. Du bist dran geblieben wie ein Josef, auch wenn es nicht passiert ist. Du hast nicht aufgegeben, an mir zu bleiben, auch wenn es anders ist gekommen. Und Gott möchte dir Merci sagen. Merci vielmals, bist du dran geblieben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, komm in jedes Herz hinein jetzt und lass Träume wahr werden, die du hast. Nicht unsere Träume, sondern dein Traum. Und ich spreche aus, Gottes Traum in deinem Leben wird Wirklichkeit werden.
weil er es schafft. Dem, der alle Macht ist gegeben, im Himmel und auf Erden. Seid gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen.